Die Behandlungseinheit von heute ist in der Lage, eine Aufbereitung mit einer Feile durchzuführen. Man zieht das Instrument aus dem Köcher wie gewohnt und arbeitet dann einfach mit einer Feile in dieser besonderen reziproken Arbeitsweise den gesamten Kanal auf. Der Vorteil, man kann sogar gleichsam messen und wüsste, wo die Feile sich im Kanal befindet. Das heißt, er hat eigentlich immer die Sicherheit. Das ist heute vom Arbeitsablauf her sehr ergonomisch. Der Behandler zieht einfach ganz gewohnt sein Winkstück aus dem Köcher, spannt seine Reziprokfeile in das System und bereitet damit den gesamten Kanal auf. Ist sogar in der Lage, die Messung durchzuführen und diese höchst prominent auf dem Bildschirm den Patienten sichtbar zu machen und für sich selber auch die Orientierung im Kanal während der Aufbereitung beizubehalten. Die Assistenz ist heute in der Lage, mit der Silexis 4 Software die Patienteninformationen auf Knopfdruck abzurufen. Die Kopfstütze fährt sich idealerweise gleich in die richtige abgespeicherte Position und es muss keinerlei Nachjustieren vorgenommen werden. Vorbereitende Maßnahmen, die beitragen können, dass das Messergebnis sehr stabil bleibt, ist zum einen das Anlegen des Kofferdamms, das Überstülpen der Silikonhülle über das Winkelstück und das Tragen von Latexhandschuhen. Das Messen eines Wurzelkanals mittels einer Handfeile ist sehr einfach. Man spannt sie in die Feilenklemme mit ein, führt diese Feile dann in den Kanal, sichergestellt natürlich, dass man auch den Haken auf der gegenüberliegenden Seite im Mund eingebracht hat und den Kreislauf somit schließt. Und dann tastet man sich sukzessive in den Kanal hinein, man gleitet mit dem Instrument hinab und man erfährt diese Information dann später in akustischer, in einer piepsenden Art oder auf dem Display optisch, wo sich die Feile im Kanal befindet. Die Spülflüssigkeit, die in der Regel bei der Messung eingesetzt wird, ist Natriumhypochlorid, das vorzugsweise nicht zu hohen Konzentrationen. Die gewebsauflösenden Eigenschaften von dieser Flüssigkeit sind bemerkenswert. Auch die Leitfähigkeit, die man braucht, um eine gute Messung herzustellen, wird durch Natriumhypochlorid gewährleistet. Wir haben die elektrometrische Längenbestimmung abgeschlossen. Das Instrument ist direkt am Ende des Systems und das müssen wir jetzt kenntlich machen. Wir nehmen den Stopper und fixieren ihn auf den Referenzhöcker. Das Fixieren ermöglicht uns dann im Nachhinein, das Instrument auf eine Messleere zu legen und klar abzulesen, wo wir uns mit dem Instrument zunächst elektrometrisch befunden haben, das aber in ein metrisches Maß überführt wird, das heißt in Millimetern. 19 mm gemessen, das bedeutet auch, dass wir auf 19 mm aufbereiten müssen und das Reziprokinstrument, den Stopper am Reziprokinstrument, gleich auf 19 mm verschieben. In den Kanal reingehen und die Aufbereitung durchführen. Während der Aufbereitung und simultanen Messung schreitet das Instrument einen Millimeter in den Kanal hinein. Sie ziehen das Instrument leicht zurück, einen weiteren Millimeter leicht zurück nach 3 gewonnenen Millimetern. Nehme ich das Instrument, spüle den Kanal aus, bis keine Schwebstoffe mehr aus dem Kanal herauskommen, reinige die Feile und schreite wieder mit dem Instrument in den Kanal hinein. Gewinne 3 mm an Arbeitslänge, heraus, gespült, auch mal rekapitulieren mit einem Handinstrument ist möglich. Das ist die Vorgehensweise.